Ich begrüße Sie, liebe Zuschauer, bei Finance TV mit einer neuen Ausgabe von Tut nichts zur Sache. Der russische Waffenhersteller Kalaschnikow ist pleite. Offensichtlich ist der ganze Laden völlig überdimensioniert. Hier in den Werkshallen sieht es aus, als würden die Jungs Flugzeugträger produzieren und keine Gewehre, motzt ein russischer Minister. Die Russen müssen ein echtes Managementproblem haben, wenn nicht mal der arabische Frühling den Laden mehr retten konnte. Neues vom M&A-Markt. Ein russischer Politiker bietet 2 Millionen Euro für Hitlers Geburtshaus in Braunau am Inn. Wahnsinn, der Boom im Immobilienmarkt macht offensichtlich von nichts halt. Das wäre aber gleich eine super neue Serienidee für Guido Knopp. Hitlers Häuser, das wäre dann so businessnah, das könnte man sogar bei Finance TV laufen lassen. Die Staatsanwaltschaft nimmt Bilfinger ins Visier. Offenbar hat der Mannheimer Baukonzern bei Großaufträgen in Ungarn Schmiergelder in Millionenhöhe bezahlt. Es kam sogar schon zu Hausdurchsuchungen. Wir sind gespannt, ob sich Bilfinger-Chef Roland Koch diesmal leichter damit tut, die Namen der Spender zu nennen. Neues zum Thema Weltwirtschaft. Schon in 5 Jahren werden die USA offenbar Saudi-Arabien als größtes Ölförderland der Welt ablösen. Die Cowboys werden zu Ölscheiß. Ist das etwa das wahre Vermächtnis von Barack Hussein Obama? Und das zu einer Zeit, in der die legendäre TV-Serie Dallas neu aufgelegt wird. Die Republikaner werden schäumen. Und während die Amerikaner noch bohren, fallen wir schon an unserer Energiewende. Die Windenergielobby hat diese Woche vorgeschlagen, die üppigen Windstromsubventionen zu kürzen. Und sie hat sogar gesagt, wir sollten mal überprüfen, ob der Einspeisevorrang für Windstrom noch notwendig ist. Das sind radikale Vorschläge, Hut ab vor der Windenergielobby. Da agiert zur Abwechslung mal jemand mit Weitsicht. Von der Solarlobby kann man das ja nicht behaupten. Wir warten stündlich darauf, dass die Jungs fordern, die Milliardeneinsparungen bei den Windstromsubventionen in die Solarindustrie umzuleiten. Kommen wir zu unseren Gewinnern und Verlierern dieser Woche. Unser Gewinner, das Frankfurter Edelrestaurant Nizza am Main. Einer der besten Kunden, die australische Investmentbank Macquarie. Obwohl die Bank in Frankfurt nicht mehr viele Leute beschäftigt, überweisen die Australier immer noch jeden Monat fast 10.000 Euro an das Nizza dafür, dass ihre paar Hanseln das Restaurant als Edelkantine benutzen dürfen. Für das Nizza ist das wahrscheinlich eine ganz ordentliche Marge und für die Australier kann der Leidens- und Spardruck noch nicht wirklich groß sein, wenn das Ganze immer noch als Peanuts abgehakt werden kann. Dekadent geht die Welt zugrunde, zu besichtigen im Nizza am Main. Unser Verlierer dieser Woche, das sind die europäischen Banken. Der Grund, die Amerikaner wollen Basel III nicht mehr einführen. Ein schwerer Rückschlag für die weltweite Bankenregulierung und ein starker Wettbewerbsnachteil für die europäischen Banken. Charmant ist der Grund, den die Amerikaner anführen. Sie sagen, Basel III würde die Immobilienfinanzierung erschweren. Ja, genau darum geht es dabei doch, oder? Wie dynamisch die amerikanischen Banken Immobilien finanzieren können, wenn sie keiner dabei auffällt, haben wir vor ein paar Jahren ja gesehen. Erinnert sich noch irgendjemand daran? Unser Bild der Woche, das kommt diese Woche aus China. Der Parkplatz der großen Halle des Volkes, wo diese Woche der große Volkskongress stattfand. Eine Menge Luxuslimousinen von VW und Audi drängen sich an der einspurigen Ausfahrt, die Partei bonzen wollen, nach Hause. Das ist ein Bild, vor allem bitter für Daimler-Boss Dieter Zetsche, denn früher sind die ganzen Despoten alle noch Benz gefahren. In diesem Sinne, kommen Sie gut nach Hause, genießen Ihr Wochenende. Montag wieder Finance TV. Tschüss!